Es ist soweit. Es ist soweit, Männer. So. Wie jetzt? Wie ist die Stimmung? Super. Ja. Super. Ich bin total begeistert, dass ich endlich wieder am Wasser bin. Was sagst du, Nils? Ich bin total begeistert, dass ich wieder am Wasser bin. Dreh dich mal zu uns, wir sehen dich gar nicht. Und freue mich auf einen hoffentlich erfolgreichen Angeltag. Mit 100% auf Wasser. Wenn ihr das sagt, ab geht das. So, dann geht's gleich los. Ne? Wieder mal am Stechlinsee. Es ist soweit, das Wasser ist klar. Wir sind heiß. Angler? Die Sonne scheint. Mal gucken, was das uns bringt. Bis gleich. Im Netz ist er, jawollo! So, ist er. Schön, sehr gut. Er ist noch nicht maßig. Ah, Nils, entschneidert, wa? Entschneidert, ja. Nice, mein Lieber, nice. Dann sind wir auf dem Wasser, eine Stunde? Ich mach nicht mal, wa? So, jetzt bin ich aber auch mein Fisch. So, wir fahren jetzt hier geht's noch rum. Ab. Wir fahren jetzt hier noch rum und dann da hinten rein. Und dann gibt's ein Hecht für David. Ja, das habt ihr gehört. Kurzer Statusbericht. Statusbericht. Also ich habe mich noch nicht entschneidern können. Nils hat bisher jetzt noch mal einen Barsch gehabt und wir haben jetzt hier vorne einen fetten Fischrauben sehen. Also zweimal sind hier auch sogar die Fische aus dem Wasser gesprungen vor Angst. Und drüben eben noch mal ein richtig fetter Schwarm Maren ist aus dem Wasser. Und wir versuchen jetzt mal zu verfolgen. Wir wollen aber jetzt den Fisch kriegen. Also wir geben unser Bestes. Bis gleich. Hier ist gerade ein Kranker aus dem Wasser. Gib Gummi, Alter! Ich bin dabei! Der Wind, der treibt schon wieder so ab, ey. Ja, heute mal eine leichte Brise angesagt und jetzt ist ein ordentlicher Wind, der hier drauf steht. Uiuiui. Wir verfolgen den Fisch. Aber ist noch ein kleiner, immerhin. Ja, der wollte nicht losgehen. Ich hätte ihn auch nicht in Steinhardt. Ja, Mann. Da ist er. Sehr schön. 40 oder was, da hat er auf jeden Fall nicht maßig, der geht zurück. Ah ja, hat funktioniert. So. Sehr schön. Was haben wir da? Ich wollte mit kleinen Gummi mal auf schöne große Barsche gehen. Aber dann wollte nur der kleine Exos hier. So, machen wir einen ganz kleiner. Der muss aber wieder rein. Heute wollen nur die kleinen. Ich muss den Köder größer machen. Wenn wir die Gummi gucken, weil die eigentlich fischen. Einen kleinen Gummi. Guck mal, wie klein der Gummi ist. Da habe ich hier so eine Mikrohechtel. Ja, das ist ein Quick Release. Schonendes Abgehen nennt man das. Ja, nice. Hey. Ja, wir wollten gucken, was für kleine Mini-Barsche bei Nils beißen, aber nein, dann war das echt ein Hecht. Das war der Hecht. Der ist wahrscheinlich zweimal nicht hängen geblieben. Ich bin der Mini-Hecht-König heute. Na, wir probieren es weiter. Bis später. Unverhofft kommt oft, bei Nils hat es mal wieder gescheppert. Sag mal, was du da für eine Kirsche ans Band gekriegt hast. Aber. Ah, schön. Ist in Ordnung.
Ist in Ordnung. Ja. Alles klar. Petri, Alter. Das war wieder sein. Weiter geht's. So, endlich Wasser, ein Barsch. Endlich ein Barsch. Barsch ist dein Lieblingsfisch, ne? Ja, auf jeden Fall. Immer wieder geile Barsche zu haben. Vor allem ab der Größe ist immer schön. So, da ganz hinten. So, die anderen. Ich hoffe, sie finden den Weg, ja? Weil bald geht's los mit der Bissstunde. Bissstunde, hast du schon Angst? Ja, tierisch. Tierische Angst. Dass wir nicht kann. Aber wir haben das schon. Nein, ich meine, wenn es hier abgeht. Wir haben uns umso mehr schon entschneidert. Nils hat ordentlich Barsche gezoppelt, ne? Ja. Ein Hecht hat er gefangen. Ich habe auch ein paar Hechte gefangen. Barsch brauche ich noch, aber ist schön, muss nicht sein. Kommt vielleicht. Kommt vielleicht noch. So, ich mache noch eine kleine Brötchenpause und dann geht's wieder ran an den Speck. Richtig. Bei mir geht's ja weiter. Ich bin einfach nur gestolpert. So, jetzt ist erstmal Wasser auf der Linse. Aber so ein bisschen schönerer Hecht lang gegangen. Ja, schön. Auf jeden Fall ist es besser als die kleine und Geheimköder, schön, auf dem Swimbait. Ja, der ist wütend. Und jetzt zieht er nochmal weg. Da ist im Maul sogar so ein bisschen der Drilling, habe ich das Gefühl, der hat rumgeflogen. Ich muss jetzt gucken, dass ich ihn einkriege. Ich weiß nicht, ob der gut gehakt ist. Oh Mann, der ist faul. Uiuiui, wieder schon. Wir haben nochmal ein schönes Exemplar, schön schwer. Schöne Mutti. Das Swimbait, der Geheimkühler hat ihn gebracht. Sehr geil. Ja, Petri. Können wir uns kurz nochmal messen? Achso. 75. Immerhin. Ja, nicht schlecht. Sehr schön, nice. Ja, auf einmal läuft's. Los, weiter geht's. Ich angel auch mal jetzt. Es hat mal wieder geknirscht. Ja, mal gucken, was ich denke, mal ein kleiner Fisch. Naja, immerhin, bring ihn erstmal ins Boot. Ja, dann gucken wir, was er nicht hat. Ja, aber so schlecht ist der nicht. Kein Meter, aber immerhin. Ja, vielleicht solltest du doch lieber mit dem Swimbait arbeiten. Sehr schön. So, noch ein kleiner Hecht. Ab dafür. Ey, gerade verloren. Und dann ist er ins Netz geschwommen. Musste ordentlich packen. Zeig mal. Ah! Ordentlich. Sehr schön. So, drüben bei den Jungs hat's geknappt. Also, wo sind wir jetzt bei uns? Bei 7 Hechten. Oder was meinst du? Ja, wie viel haben wir? 7. 7 Hechte und ein paar gute Barsche. Du hast eine schöne Kirsche gehabt. Einen schönen Barsch, ja. Der war echt schön. Und da hinten im Hintergrund seht ihr, die Jungs verarzten gerade ihren wievielten Hecht? Wir haben nicht mitgezählt. Also wahrscheinlich auch so 6 oder so. Wahrscheinlich mehr. 8 insgesamt. Siehst du, 8. Sogar 8. Nicht schlecht. Ja, kann man nicht meckern, ne? Eigentlich müssten wir jetzt noch 2 Hechte nachlegen. Ja, mal gucken. Perfekt.
wir machen uns jetzt auf den Weg wieder heimwärts. Nils, der Steuermann, gibt Vollgas. Nach Rudern. Deine Lieblingsbeschäftigung? Ja, natürlich. Ja, wir verabschieden uns mit dem schönen Tag, Nils, wa? Wir haben ordentlich abgesahnt. War echt spaßig. War super. Immer wieder. Schön. Immer wieder schön, mittlerweile auch kein Geheimtipp mehr, aber reich an Fisch. Ja, kann man nicht anders sagen. Die Jungs da hinten haben auch richtig abgesahnt. Da sind sie. Ja, dann geht's ab. Weil man sagen muss, war nicht viel Barsch heute. Barsche gab es nicht so viel. Dafür hast du eine schöne Kirsche gehabt. Dafür habe ich einen schönen Barsch gefangen, aber trotzdem gab es nicht so viel Barsche. Bin ich anders gewohnt. Aber egal. Man kann immer nicht genug meckern, ne? Es gibt immer was zu meckern. Nee, alles klar, Junge. Ich verabschiede mich, Mädels. Bis bald, wenn es wieder heißt. Fang den Fisch. Bis bald.